sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Zerbes, sehr geehrte Kollegen Stiller und De Wolf, die mitverantwortlich dafür sind, dass wir gleich einen Vortrag zu einem der großen Rätsel der Mathematik hier hören dürfen. Ich freue mich sehr, Sie im Namen des Rektorats der Universität Münster hier begrüßen zu dürfen, und ich hatte zwar keinen Zweifel, bin aber beeindruckt, wie voll dieser Hörsaal ist und wie bunt das Bild ist, was sich hier bietet. Das ist ganz großartig. Mein Name ist Michael Quante, ich bin Prorektor für internationales Transfer und Nachhaltigkeit. Ich bin von meiner Ausbildung Philosoph. Und wäre es nicht so, dass wir viele andere Termine hätten und der Rektor auch in einem Paralleltermin sitzt, wäre er als Physiker sicher der viel kompetentere, was den Gegenstand angeht. Ich wäre die viel größere Herausforderung, wenn ich bleiben könnte, als Vermittlungsproblem für das Experiment. Ich freue mich sehr, aber heute mal hier sein zu dürfen und möchte kurz darauf eingehen, warum die Mathematik nicht nur neben der Philosophie und der Theologie eine der ältesten Disziplinen ist, sondern in der WWU Münster auch eine ganz besondere Rolle spielt, eine herausragende strategische Bedeutung hat. Die hat sie natürlich allein schon deswegen, weil in ganz vielen Disziplinen mathematische Grundlegungen als Kriterium von Wissenschaftlichkeit gelten und wir in anderen Disziplinen ohne Mathematik überhaupt nicht weiterkämen in vielen Bereichen, wenn auch nicht in allen. Es ist auch klar, dass ein Fach, eine Fakultät, die es schafft, ein Exzellenzcluster zu haben, allein deswegen schon eine strategische Bedeutung in der Universität hat. Und wenn man dann noch dazu nimmt, das werden nicht alle wissen, dass es uns gelungen ist, für die Mathematik einen Forschungsbau einzuwerben, wo man vielleicht neben den Mathematikern nur noch den Philosophen sagt, dass sie ja außer Zeit Papier und einen spitzen Bleistift nichts brauchen, dann werden Sie sehen, dass das auch nach außen anerkannt wird, wie wichtig, wie strukturbildend und wie exzellent und auch wie international die Mathematik an der WWU ist. Also von daher sage ich das, indem ich es beschreibe, zugleich als wertschätzende Anerkennung mit Respekt und wenn es um die Inhalte geht, auch mit einer gewissen Ehrfurcht, das will ich gar nicht bestreiten. Gleich nach mir werden mit Herrn Schiller und Herrn de Wolf einige derjenigen, die das hier ins Leben rufen, zu Ihnen sprechen. Das Schöne an diesem Abend ist, dass es hier auch um etwas geht, was in mein Ressort fällt. Es ist nämlich Wissenschaftskommunikation, Transfer, Dialog in die Gesellschaft hinein. Und das hat sich diese Universität auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir mit der Gesellschaft interagieren wollen, dass wir wissenschaftliches Wissen und Methoden zur Verfügung stellen wollen, um damit unserer Verantwortung als Institution, als einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerecht zu werden, weil wir nach wie vor glauben, dass wissenschaftliche Methoden und wissenschaftliches Wissen und die damit verbundenen Einstellungen für das Zusammenleben in Demokratien und für das vernünftige Umgehen miteinander an ganz vielen Stellen unverzichtbar sind. Und da, wo das fehlt, da fällt es uns auf die Füße. Und diese, und das ist sozusagen mein Zugang als politisch-praktischer Philosoph zu dieser Veranstaltung, diese Art Veranstaltung ist nicht nur on top, sondern sie gehört, glaube ich, zum Kerngeschäft von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wenn wir uns als Teil dieser Gesellschaft verstehen. Auch das finde ich beeindruckend. Es gab schon im Vorfeld zu dieser Reihe, glaube ich, zwei Vorläuferveranstaltungen, die dazugehören. Aber dies hier ist heute der Auftakt der ganzen Reihe. Und wir sind natürlich stolz, dass das hier stattfindet. Und ich vermute mal, auch das ist ein Zeichen der Anerkennung von außen für den Standort Münster. Also Sie kriegen an verschiedenen Stellen signalisiert, dass Ihre Arbeit auffällt. Und ich habe gelernt, dass das Herausragende an diesem Clusterantrag schon war, dass die Verhältnisse von Grundlagen und angewandter Mathematik in Ihrem Fach als große Interdisziplinarität gelten. Und ich habe verstanden, dass der Bau deswegen so wichtig ist, weil man in der Mathematik sehr eng und häufig kooperieren muss, um sich wechselseitig zu verstehen. Das wiederum kann ich als Philosoph auch verstehen, dass schon die Übersetzung innerhalb des Faches eine echte Herausforderung sein kann. Jetzt aber gleich erleben Sie die noch größere, den
Transfer von abstrakten, komplexen Zusammenhängen in sie alle als Teil einer von der Lebenswelt kommenden, vielleicht auch mit einer gewissen Ehrfurcht und Vorerwartung an die Mathematik herangehenden Zuhörerschaft. Ich wünsche Ihnen da gutes Gelingen. Ich bin aber sicher, dass es allen Freude macht, denn das habe ich immer erlebt, wenn die, die da vorne stehen, es mit Freude machen und die Dinge wichtig nehmen, die sie tun und dann auch noch erklären können, dann steckt das einfach in einem guten Sinne an. Und das ist zum Glück dann die Art von Ansteckung, die wir auf keinen Fall vermeiden wollen, im Gegensatz zu der, weswegen wir einige hier immer noch die Maske tragen müssen. Die Zeiten waren und sind etwas kompliziert. Sie haben sich nicht abschrecken lassen. Auch das ist Zeichen der Anerkennung. Sie sind ein Attraktor und ich glaube, dass Sie einen schönen Abend verbringen werden und Sie werden sicherlich faszinierende Einblicke haben. Und damit möchte ich auch gar nicht mehr zwischen Ihnen und der Mathematik stehen. Einen gelingenden Abend, viel Freude und nachher einen schönen Austausch. Herzlichen Dank. Unserem alltäglichen Blick entzogen, existieren Sie in einer faszinierenden Welt. Beeindruckend. Einschüchternd. Einzigartig. Und scheinbar unerreichbar. Sie locken, fordern und inspirieren uns. Oder zerfallen einfach vor unseren Augen. Sie entziehen sich unseres Zugriffs. Verwirren uns in Labyrinthen. Sie lassen uns immer wieder von Neuem aufbrechen. Wir nennen sie die 7 größten Abenteuer der Mathematik. Ja, guten Abend. Vielen Dank, Herr Prorektor. Was gibt es Schöneres für die Mark der Wissenschaften, als von einem Vertreter der Königin der Wissenschaften gelobt zu werden? Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Mathematik in Münster. Vielen Dank an Sarah Zerbes. Vielen Dank an Sie alle hier im Saal, dass die Reihe Die 7 größten Abenteuer der Mathematik hier heute bundesweit in Münster starten kann. Es ist, wenn man hier so reinkommt, ein wunderschönes Gebäude. Ich hatte fast den Eindruck, ich bin zur Afterparty des Thronjubiläums eingeladen worden. Aber es ist die Reihe über die 7 Millenniumsprobleme. Und es ist, naja, es waren 7 Aufgaben. 2000 wurden sie gestellt, 20 Jahre Bearbeitungszeit, nochmal 2 Jahre Fristverlängerung wegen Corona. Wenn ich das richtig sehe, haben wir eine richtige Einreichung. Und auch da musste nochmal nachgebessert werden. Das klingt so ein bisschen wie die Bilanz der schlechtesten Mathematikklasse auf dieser Erde, aber es ist die Bilanz der besten Mathematikerinnen und Mathematiker unserer Zeit. Und das wirft natürlich Fragen auf. Es ist ja sogar noch schlimmer. Für viele der ungelösten Probleme sind wir eigentlich der Meinung, dass wir keinen glaubwürdigen Pfad haben, um diesen Gipfel zu erklimmen oder diesen Schatz zu heben. Und ich habe mir überlegt, vielleicht liegt das am Preisgeld. Wissen Sie, für jede von den Vermutungen oder für jede von den Problemen ist 1 Million Dollar Preisgeld ausgeschrieben. Wie wäre das denn, wenn man 100 Milliarden Dollar pro Problem ausgeschrieben hätte? Ich meine, was würde das verändern? Also sicherlich hätten wir dann hier reihenweise Fondsmanager, die bei Spitzenstandorten der Mathematik, wie hier in Münster, sich einkaufen wollten und Rentenpapiere auf Basis der Hodge-Vermutung aufbauen möchten. Aber nein, im Ernst, also natürlich, gute Forschung braucht gute Förderung. Und Exzellenzcluster, die 4 DFG-Exzellenzcluster sind alle in dieser Reihe vertreten, hier eines in Münster, die zeigen, dass das auch funktioniert. Aber trotzdem, vor einem mathematischen Problem können Sie so viel Geld haben, so viel Macht und Einfluss, wie Sie wollen. Das Einzige, was zählt, ist der Intellekt des einzelnen Menschen, der einzelnen Mathematikerin, des einzelnen Mathematikers. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes, wie ich finde.
Gerade in der Zeit, wo Wissenschaft an vielen Stellen industrialisiert ist und das auch gut so ist, ist das, glaube ich, eine besondere Eigenschaft der Mathematik. Viele der Probleme, die zu den sieben Problemen gehören, haben die Struktur von Vermutungen, zum Beispiel das Einzige, mit dem ich so ein bisschen was mich auskenne, die P versus NP-Problematik. Vermutungen, bei denen wir eigentlich alle der Meinung sind, dass die stimmen, dass die richtig sind. Und dann kann man sich fragen, naja, warum alles in der Welt machen wir so einen Aufwand, um sie noch zu beweisen? Ist es denn nötig? Naja, die eine Antwort ist, wir Mathematiker nehmen es halt wirklich sehr ernst mit der Wahrheit. Aber die andere Antwort ist vielleicht die Rückfrage. Ich meine, wir wussten alle, dass es einen Nordpol und einen Südpol auf dieser Erde gibt. Wir wissen alle, dass der Mount Everest irgendwie einen Gipfel haben muss. Und wir können alle sehen, dass da oben ein Mond hängt. Warum musste da jemand hinfliegen? Manche Dinge machen Menschen eben nicht, weil sie leicht sind, sondern gerade, weil sie das Schwierigste sind. Und auch das ist typisch für die Mathematik, dass wir uns gerade den schwierigsten Aufgaben stellen. Für die Bedeutung von Mathematik für Technik, für Wissenschaft, für die Gesellschaft, das wird wohl kaum ein vernünftiger Mensch heute noch in Frage stellen. Und viele der Probleme, die zu den Millenniumsproblemen gehören, haben auch ganz klare Bezüge. Es geht um zum Beispiel Fragen zur Strömungsmechanik, es geht um Fragen, was kann ein Computer, was kann er nicht, es geht um die Häufigkeit von Primzahlen. Aber obwohl die Bedeutung von Mathematik von niemandem angezweifelt wird, gibt es doch nur wenige Leute, für die Mathematik zum persönlichen und zum kulturellen Alltag gehört. So wie vielleicht andere Wissenschaften durchaus. Und das ist ein bisschen seltsam, finde ich. Mathematik erscheint oft als so ein polierter Marmorblock, ja, der auch einschüchternd und abweisend ist. Aber das ist nicht der Blick auf Mathematik, den wir haben, wenn wir forschende Mathematiker sind. Wissen Sie, wenn der Marmorblock poliert im Museum steht, wenn der antike Tempel mit einer Ferienanlage samt Poollandschaft umbaut worden ist, dann ist das Abenteuer vorbei. Auch für uns Mathematiker. Aber wenn man sozusagen monatelang im Dschungel steht und immer wieder erfolglos versucht, etwas zu lösen und dann irgendwann durch einen Felsspalt zum ersten Mal die Silhouette für einen Beweis sieht, für den Tempel. Wenn man auf einmal merkt, ja, jetzt hat's geklappt. Das sind die Glücksmomente, weshalb wir das eigentlich tun. Und genau diese abenteuerliche Seite der Mathematik, die möchten wir möglichst vielen Menschen nahebringen und miterleben lassen. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Abenteuerbericht von Frau Professor Zerbes nachher. Und ich freue mich auch, dass die Junge Akademie als zentrale Organisationseinheit sozusagen diese Reihe möglich gemacht hat, neben den Standorten, die natürlich mindestens so entscheidend waren. Und deswegen freue ich mich jetzt, das Wort übergeben zu können an den Sprecher der Jungen Akademie, an Timo de Wolf. Timo, bitte. Ja, lieber Sebastian Stiller, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, lieber Herr Prorektor, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier sein dürfen im schönen Münsteraner Schloss und den Auftakt unserer Reihe gemeinsam begehen können. Ich muss das ehrlich gesagt erstmal so einen Moment auf mich wirken lassen. Wir haben jetzt 2,5 Jahre also diese Reihe vorbereitet und ich wusste nicht immer zwischendurch, ob die wirklich stattfinden kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt hier heute zur ersten Veranstaltung da sein können. Ja, die Idee zu dieser Reihe, die hatten Sebastian und ich eigentlich so ein bisschen aus dem Blauen raus. Es war so Weihnachten 2019 rum. Wir haben irgendwie über die Millenniumsprobleme gesprochen und dass die ja ein Jubiläum haben demnächst. Und die Junge Akademie, die hat auch ein Jubiläum und einen runden Geburtstag, glaube ich, von der DMV. Und da dachten wir uns, das wäre doch toll, wenn es da eine Veranstaltungsreihe geben könnte in Deutschland. 7 Probleme, 7 Standorte. Eine Veranstaltungsreihe, Sie haben es gerade angesprochen, die Mathematik in die Gesellschaft rausträgt und zeigt Mathematik als Forschung, als Wissenschaft und einen Zugang bietet. Und das Tolle war dann an der Planung dieser Veranstaltungsreihe, dass eigentlich als die Idee einmal in der Welt war, die aufgegriffen und total getragen wurde von den Standorten, nachdem sie das einmal gehört hatten. Und ich glaube, das zeigt, was wir eigentlich insgesamt für eine tolle Mathematik in Deutschland haben, dass sowas möglich ist.
Und ich möchte hier ganz besonders nochmal den Standort Münster nennen und hervorheben, weil Münster wirklich in diesen 2,5 Jahren für uns alle, glaube ich, ein Zugpferd war, das immer wieder also die Gesamtplanung vorangetrieben hat. Und da möchte ich einfach allen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort ganz, ganz herzlich für danken, weil ich glaube, ohne das, was Sie, was ihr geleistet habt in dieser Zeit, wäre diese ganze Reihe nie möglich gewesen. Vielen, vielen Dank. Genau, genauso möchte ich mich auch bedanken bei dem Team in Braunschweig und der Geschäftsstelle der Jungen Akademie, die die Reihe im Hintergrund koordinieren von Braunschweig, von Berlin aus. Aber jetzt vielleicht ein paar Worte zur Mathematik. Also wenn wir Mathematikerinnen und Mathematiker über Mathematik außerhalb unseres Kolleginnen und Kollegenkreises sprechen wollen, dann haben wir oft ein Problem. Also einerseits haben wir, glaube ich, oft die Angst, dass wir unsere Probleme, an denen wir arbeiten, trivialisieren, dass wir vielleicht nicht alle Details mit genannt haben und das ist vielleicht nicht akkurat genug. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann doch rausgehen und über Mathematik sprechen wollen, das, was uns ja umtreibt jeden Tag, dann hören wir oft, ja, in Mathe war ich eigentlich immer schlecht und that's that. Wie schade das ist, oder? Wie schade das ist. Da ist ein ganzes Universum voller abstrakter Dinge, die wir gemeinsam erfahren können. Da sind unzählige Rätsel, die wir gemeinsam lösen können. Da sind unzählige Schönheiten, die wir gemeinsam bewundern können. Und ganz vielen Menschen bleibt das einfach ihr ganzes Leben lang verborgen. Und das ist ja nicht, weil die intellektuell dazu nicht in der Lage wären, Mathematik zu machen, sondern das ist einfach nur, weil sie nie jemanden getroffen haben, der ihnen einen Zugang gezeigt hat zu dieser Welt. Und das wünschen wir uns, dass wir das ein bisschen vielleicht etwas ändern können mit dieser Reihe, die wir hier begehen. Und das ist natürlich auch insgesamt ein Anliegen von Wissenschaftskommunikation in die Gesellschaft herein, die uns ja auch in der Jungen Akademie beispielsweise umtreibt. So gut, jetzt sagen Sie vielleicht, ja, aber Mathematik, das ist so abstrakt und es ist so schwierig und dann sind da die ganzen Formeln und die Beweise, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut funktioniert. Aber das verstehe ich einerseits natürlich, aber andererseits würde ich dagegen halten, beispielsweise sprechen wir mittlerweile in der Gesellschaft völlig natürlich über schwarze Löcher. Also für mich ist das so ziemlich das Abstrakteste und Absurdeste, was ich mir irgendwie vorstellen kann im physikalischen Universum. Und wir sprechen ja nicht darüber, weil wir plötzlich alle Expertinnen in Physik oder in Physik wären, in Astrophysik wären, sondern einfach deshalb, weil das spannend ist, weil uns das umtreibt und weil wir das sehen und wir wollen das verstehen und wir wollen das greifen. Oder denken Sie beispielsweise an die Pandemie, wo wir natürlich alle keine Virologinnen und Virologen sind, aber trotzdem spricht jeder von uns über dieses Virus, weil uns das bewegt und wir müssen darüber sprechen, weil Wissenschaft dazu was beitragen kann und daran was verändern kann. Und ich bin mir sicher, genauso wie wir über schwarze Löcher und wie wir über das Coronavirus sprechen können, können wir auch über Mathematik sprechen in der Gesellschaft. Und dafür müssen Sie nicht am Ende wiedergeben können, was die Hodge-Vermutung ist oder die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung oder die Navier-Stokes-Gleichung, sondern Sie müssen sich nur darauf einlassen, dass Sie mit uns gemeinsam diese Welt betreten können und da drin ein bisschen sich umher bewegen. David Hilbert hat es einen Garten genannt, dass man durch diesen Garten gemeinsam ein wenig wandern geht und schaut, was es darin alles zu entdecken gibt. Und ich verspreche Ihnen, das allein, das ist schon Abenteuer genug. Ja? Und die 7 größten Abenteuer, die es in der Mathematik gibt, die haben wir Ihnen mitgebracht. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir heute Abend mehr erfahren werden über das erste dieser 7. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle heute Abend bei uns sind. Und ich freue mich sehr auf den anstehenden Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Und damit möchte ich übergeben an die Kollegen aus Münster. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite.
Mein Name ist Matthias Löwe. Zusammen mit meinem Kollegen Martin Hills haben wir vor 3 Jahren eine Reihe gegründet, Brücken in der Mathematik, wo genau diese Fragen, wie vermitteln wir schöne Teile der Mathematik für ein Publikum, das vielleicht nicht unbedingt Mathematik studiert hat, wo genau diese Frage jedes Semester einmal besprochen werden soll an schönen Beispielen. Und als dann der Vorschlag an uns herangetragen wurde, im Rahmen der Brücken der Mathematik eines der Millenniumsprobleme vorzustellen, haben wir gleich gesagt, juhu, das machen wir. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind und mit uns zusammen diesen Vortrag genießen werden. Damit Sie ihn richtig genießen können, müssen Sie natürlich auch, wenn Sie etwas nicht verstehen, Fragen stellen. Wir werden zum Schluss also die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und es wäre schön, wenn Sie dann welche hätten. Und jetzt übergebe ich an Martin, der unsere Vortragende vorstellen möchte. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich begrüße im Namen von uns allen Professorin Sarah Zerbes. Ja, ich mag Sie kurz vorstellen. Frau Zerbes ist seit Anfang des Jahres Professorin an der ETH Zürich. Zuvor war sie länger am University College in London. Promoviert hat sie bei John Coates in Cambridge und war dann Postdoc-Stationen in Paris und am Imperial College unter anderem. Für ihre Forschung hat sie zahlreiche Auszeichnungen bekommen, unter anderem einen renommierten Whitehead Prize von der London Mathematical Society, zusammen mit ihrem Mann David Löffler, mit dem sie auch gemeinsam forscht. Dieses Jahr wurden auch beide auf den Internationalen Mathematikerkongress eingeladen. Und ja, zu ihrer Forschung. Frau Zerbes arbeitet auf dem Gebiet der Zahlentheorie. Und speziell heute Abend geht es um die Birch-Swinnerton-Dyer-Conjecture. Und dort ist sie eine der ausgewiesenen Expertinnen weltweit. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten für diesen Vortrag. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug geredet und freuen uns auf einen anregenden, spannenden Vortrag. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte mich zuerst für die Einladung bedanken. Es ist wirklich eine große Freude für mich, über die Vermutung von Birch and Swinnerton-Dyer zu sprechen. Das ist in meinen Augen ein sehr schönsten und reizvollsten Probleme in der Mathematik. Ich sollte direkt dazu sagen, dass es ein Problem in der reinen Mathematik ist. Also es geht hier nicht um die Anwendung, sondern es ist wirklich einfach die Schönheit der Struktur. So, also es ist eins der beiden Millennium Prize Problems aus der Zahlentheorie zusammen mit der Riemannschen Vermutung. Gauss hat gesagt, Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik. Ich bin da durchaus seiner Meinung. Und in diesem Fall ist die Vermutung von Birch and Swinnerton-Dyer auf jeden Fall eine der Kronjuwelen der Zahlentheorie. Was ist Zahlentheorie? Zahlentheorie ist eines der ältesten Gebiete in der Mathematik. Es geht zurück zu den alten Griechen. Und es beschäftigt sich mit den Eigenschaften der ganzen Zahlen und der rationalen Zahlen. Es gibt da viele Probleme, die man eben auch sehr leicht erklären kann, mit denen wir uns beschäftigen. Meine Kollegen in der analytischen Zahlentheorie beschäftigen sich mit den Eigenschaften der Primzahlen. Darum wird es auch gehen in dem Vortrag über die Riemannsche Vermutung. Und mein Gebiet ist die algebraische Zahlentheorie. Und wir beschäftigen uns mit den Lösungen von sogenannten diophantischen Gleichungen. Die wurden zuerst studiert von dem griechischen Mathematiker Diophantus von Alexandria. Und eine diophantische Gleichung ist ein Polynom in mehreren Variablen mit Koeffizienten in den rationalen Zahlen. Und die Frage ist dann, wenn man so eine Gleichung hat, hat diese Gleichung Lösungen in den rationalen Zahlen oder in den ganzen Zahlen? Ich meine, Sie werden alle schon Beispiele von solchen Gleichungen gesehen haben. Die bekannteste ist wahrscheinlich Pythagoras Gleichung, x² plus y² gleich z². Und zu dieser Gleichung werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Eine sehr ähnliche Gleichung, oder zumindest auf den ersten Blick ähnliche Gleichung, ist Fermats Gleichung, wo der Exponent dann eben eine Zahl größer gleich 3 ist. Und Sie wissen das wahrscheinlich, dass das für viele Jahrhunderte ein offenes Problem war.
ob die Fermatsche Gleichung Lösungen in den positiven ganzen Zahlen hat. Und diese Frage wurde dann vor ungefähr 30 Jahren beantwortet von dem britischen Mathematiker Andrew Wiles. Gut, ich möchte jetzt noch zur pythagoraschen Gleichung ein bisschen was sagen. Also Pythagoras war ein griechischer Mathematiker im 6. Jahrhundert vor Christus, Mathematiker und Philosoph. Und ein Satz, den ja alle in der Schule gelernt haben, ist der Satz des Pythagoras, wo es um die Seiten von Dreiecken geht. Der Satz, der sagt, wenn wir uns ein Dreieck angucken mit Seitenlängen ABC, dann ist dieses Dreieck rechtwinklig, wobei die Seite C dann im rechten Winkel gegenüber liegt. Genau dann, wenn die Seitenlängen AB und C die Gleichung A² plus B² gleich C² erfüllen. Und das ist ein wunderbarer Satz. Pythagoras wäre so begeistert gewesen, als er den Beweis dafür gefunden hat, dass er in den Tempel gelaufen ist und einen Ochsen geopfert hat. Ich meine, das ist heutzutage durchaus nicht mehr üblich. Ja gut, also auf jeden Fall, wir machen jetzt folgende Definition. Ein pythagoreisches Tripel ist ein Tripel rationaler Zahlen, A, B, C, die die pythagorasche positive rationaler Zahlen, die die Gleichung erfüllen. Ich meine, es ist inzwischen bekannt, dass es da eben unendlich viele von diesen pythagoreischen Tripeln gibt und wie man sie erzeugt. Ich meine, hier sind ein paar Beispiele. 3, 4, 5, das findet man ziemlich schnell, 5, 12, 13 und so weiter. Ja gut, also zu so einem pythagoreischen Tripel gehört dann also ein Dreieck. Was kann man denn sonst noch über dieses Dreieck sagen? Man kann zum Beispiel die Fläche ausrechnen. Die Fläche ist 1/2 AB. Und jetzt kann man sich fragen, welche Flächen kann man auf diese Art und Weise denn erhalten? Welche Flächen treten auf von diesen drei rechtwinkligen Dreiecken mit rationalen Seitenlängen? Gut, ich meine, da kann man ein bisschen experimentieren. Machen jetzt erstmal folgende Definition. Wir sagen, eine Zahl n ist kongruent, wenn es ein pythagoreisches Tripel ABC gibt, sodass die Fläche von dem dazugehörigen Dreieck gleich n ist. Das heißt, n ist genau dann kongruent, wenn es positive rationale Zahlen ABC gibt, die gleichzeitig die folgenden Gleichungen erfüllen. A² plus B² gleich C² und 1/2 AB ist gleich N. Und die Herausforderung ist jetzt, zu bestimmen, welche Zahlen kongruent sind. Und da denkt man natürlich, ich meine, so schwierig kann das ja nicht sein. Ich meine, den Satz des Pythagoras gibt es jetzt seit über 2000 Jahren. Ich meine, das kann ja nicht so schwierig sein, dem rauszufinden, welche Flächen da auftreten können. Eine Sache fällt direkt auf, nämlich eine Zahl ist genau dann kongruent, wenn das Produkt von dieser Zahl mit irgendeinem m-Quadrat kongruent ist, wobei m eben irgendeine beliebige ganze Zahl ist, weil man die Seiten des Dreiecks eben entsprechend mit m multiplizieren oder durch m teilen kann. Ja gut, wir können uns ja mal ein paar Beispiele von kongruenten Zahlen ansehen. 6 ist kongruent, ja gut, das ist keine Überraschung. Ich meine, von dem pythagoreischen Tripel 3, 4, 5, die Fläche von dem Dreieck ist gleich 6. Etwas weniger offensichtlich, 5 ist kongruent. Okay, ich meine, wenn man da ein bisschen rumprobiert, ich meine, dann findet man vielleicht dieses pythagoreische Tripel. Ja, aber dann 127 ist auch kongruent. Ja, das können Sie ja mal probieren, ob Sie das durch Experimentieren rausfinden können. Vielleicht ist die Frage, welche Zahlen kongruent sind, doch nicht ganz so einfach, wie man am Anfang dachte. Ich meine, tatsächlich ist dieses Problem schon sehr alt. Das wurde zuerst vor über 1000 Jahren studiert, und zwar in einer etwas anderen Form, nämlich in der Form der Frage nach Quadraten in arithmetischen Folgen. Man kann nämlich folgenden Satz zeigen. Eine Zahl n ist genau dann kongruent, wenn es eine rationale Zahl s gibt, die nicht gleich 0 ist, sodass die Zahlen s² minus n und s² plus n beide Quadrate sind. Das heißt, man hat dann drei Quadrate, die jeweils im gleichen Abstand voneinander sind, s² minus n, s² und s² plus n. So, und das ist die Frage, die zuerst studiert wurde.
Ich meine, das kann man ziemlich leicht beweisen. Ich meine, man kann die Bijektion da hinschreiben. Ich meine, nehmen wir an, wir haben so ein pythagoreisches Tripel, wo die Fläche von dem dazugehörigen Dreieck gleich n ist. Dann kann man s gleich c über 2 setzen und dann ausrechnen, s Quadrat minus n und s Quadrat plus n sind dann tatsächlich Quadrate. Und umgekehrt, wenn man r, s und t hat, die eben Quadrate sind in einer arithmetischen Folge mit Abstand n, dann kann man umgekehrt ein pythagoreisches Tripel hinschreiben und man kann das dann sehr leicht verifizieren, dass dann die Fläche von dem Dreieck tatsächlich gleich n ist. Ja, dieses Problem wurde zuerst von dem persischen Mathematiker Al-Karaji studiert. Der hat lange Listen gemacht mit den kongruenten Zahlen. Die Manuskripte, die gibt es auch heute noch. Ich glaube, die sind irgendwo in den USA in einem Museum. Das Problem wurde dann 150 Jahre später von Fibonacci aufgegriffen. Der hat einen Satz bewiesen oder beziehungsweise hat einen Satz angekündigt in dem Buch der Quadrate, dem Liber Quadratorum. Nämlich, er hat gezeigt, dass die Zahlen 5 und 7 kongruent sind, indem er eben pythagoreische Tripel hingeschrieben hat. Ich glaube, für n gleich 5 war es tatsächlich das, was wir eben gesehen haben. Und er hat behauptet, dass nicht alle Zahlen kongruent sind. Er hat nämlich gesagt, die Zahl 1 ist nicht kongruent. Das heißt, es gibt kein rechtwinkliges Dreieck mit rationalen Seitenlängen und Fläche 1. Allerdings fehlte der Beweis. Er hat das einfach so dahingeschrieben und das dann als Übungsaufgabe für die nächsten Generationen überlassen. Das hat dann auch fast 500 Jahre gedauert, bis Fermat dann den Beweis nachgeliefert hat, dass 1 tatsächlich keine kongruente Zahl ist. Und das bedeutet dann, weil man ja die Dreiecke eben vergrößern oder verkleinern kann, dass keine Quadratzahl eine kongruente Zahl ist. Ich meine, ich finde das ein bisschen ironisch, ja. Ich meine, dass Fermat den fehlenden Beweis von Fibonacci nachgeliefert hat, aber dann selber eben einen Satz angekündigt hat, den er dann eben uns überlassen hat, nicht wahr? Ja, ausgleichende Gerechtigkeit wahrscheinlich. Ja gut, auf jeden Fall, das ist sehr interessant, nämlich dass man von diesem Satz ein Korollar über den Fermatschen Satz ableiten kann. Nämlich es folgt daraus, dass der Fermatsche Satz richtig ist für den Exponenten 4. Nämlich man kann sehr leicht ableiten, wenn 1 nicht kongruent ist, dann gibt es keine positiven ganzen Zahlen, die die Fermatsche Gleichung für den Exponenten 4 erfüllen. Und der Beweis ist tatsächlich ziemlich einfach, nämlich man beweist es durch Widerspruch. Nehmen wir an, es gibt positive ganze Zahlen, die die Fermatsche Gleichung erfüllen. Dann kann man ein pythagoreisches Tripel hinschreiben, dann die Fläche ausrechnen und die Fläche ist eine Quadratzahl. Und das widerspricht dem Satz, dass 1 bzw. dass die Quadratzahlen nicht kongruent sind. Das heißt, in dem Fall kann man tatsächlich einen ziemlich kurzen Beweis finden, wofür dann auch der Rand in Fermats Buch groß genug gewesen wäre. Aber gut. Wir wissen jetzt also, wir haben ein paar Beispiele gesehen von kongruenten Zahlen, wir haben die äquivalente Form gesehen und wir wissen jetzt, dass nicht alle Zahlen kongruent sind. Was ist sonst noch bekannt über kongruente Zahlen? Gut, es gibt ein paar neue Resultate, wann eine Primzahl eine kongruente Zahl ist oder zweimal eine Primzahl. Das wurde von Monsky bewiesen. Das wurde dann vor ein paar Jahren verallgemeinert von dem chinesischen Mathematiker Ye Tian. Der hat ähnliche Resultate bewiesen über kongruente Zahlen mit mehreren Primfaktoren. Und vor 6 Jahren hat ein junger Mathematiker aus Harvard Resultate über die Dichte der kongruenten Zahlen bewiesen. Das heißt, er hat studiert, wie die kongruenten Zahlen in der Menge der positiven ganzen Zahlen verteilt sind. Aber was ist denn mit folgendem Problem? Wenn ich jetzt irgendeine positive ganze Zahl nehme, kann ich dann bestimmen, ob diese Zahl kongruent ist oder nicht? Das ist ein offenes Problem. Das ist nicht bekannt. Und das hängt, wir werden das später sehen, das hängt sehr eng zusammen mit der Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer. Ich meine, die Frage ist natürlich, wie beweist man sowas denn überhaupt? Wie kriegt man denn überhaupt einen Zugang
zu dem Problem der kongruenten Zahlen. Es stellt sich heraus, dass man dieses Problem anders formulieren kann, über rationale Lösungen von bestimmten diophantischen Gleichungen dritten Grades, nämlich sogenannten elliptischen Kurven. Man kann folgenden Satz zeigen: Eine Zahl n ist genau dann kongruent, wenn die Gleichung y² gleich x hoch 3 minus n² x eine rationale Lösung xy hat, wobei die y-Koordinate nicht gleich 0 ist. Ich meine, klar, wenn y gleich 0 ist, dann ist natürlich klar, welche Werte x annehmen kann, nämlich 0 oder plus minus n. Ich nenne diese Lösung die offensichtlichen Lösungen von dieser Gleichung. Mit anderen Worten, n ist genau dann kongruent, wenn diese Gleichung eine nicht offensichtliche Lösung hat. Und wie vorher in der Reformulierung des Problems der kongruenten Zahlen, kann man hier den Beweis sehr einfach hinschreiben. Nämlich nehmen wir an, wir haben ein pythagoreisches Tripel mit den richtigen Eigenschaften. Dann kann man einen Punkt x und y hinschreiben und der erfüllt dann auch die Gleichung. Das kann man sehr leicht überprüfen. Und umgekehrt, wenn man einen rationalen Punkt xy hat, der die Gleichung erfüllt, dann kann man ein pythagoreisches Tripel hinschreiben. Und die Fläche dieses Tripels ist dann tatsächlich gleich n. Und wir sehen hier natürlich, dass es sehr wichtig ist, dass y nicht gleich 0 ist. So, und diese Art von Gleichungen, die sind sehr speziell. Nämlich es ist ein Beispiel einer elliptischen Kurve. Und diese elliptischen Kurven haben eine sehr reiche und interessante arithmetische Struktur, die den Zugang gibt zu dem Problem der kongruenten Zahlen. Dann gucken wir uns diese elliptischen Kurven mal genauer an. Also ganz allgemein ist eine elliptische Kurve eine kubische Gleichung der Form y² gleich x hoch 3 plus ax plus b, wobei a und b ganze Zahlen sind, die diese Bedingung erfüllen, dass 4a hoch 3 plus 27b² nicht gleich 0 ist. Und diese Bedingung für die Koeffizienten, die ist wichtig, dass die Kurve glatt ist, das heißt, dass sie keine Selbstüberschneidungen oder Spitzen hat. Also wenn man jetzt mal den Graph der reellen Lösungen dieser Gleichung aufmalt, dann sieht er in etwa so aus. Und man sieht eben, dass das wirklich glatt ist, also dass er sich nicht selber überschneidet. Und diese elliptischen Kurven sind extrem wichtig in der Zahlentheorie. Die haben zum Beispiel eine Hauptrolle gespielt in Weyls Beweis von dem Fermatschen Satz. Und ich weiß, es sind hier einige, die sich für die Anwendungen der Mathematik interessieren. Elliptische Kurven sind auch sehr wichtig in der Kryptographie, wovon ich aber nichts verstehe. Gut, also ich habe schon gesagt, dass elliptische Kurven eine sehr reiche arithmetische Struktur haben. Und das liegt daran, dass man aus zwei rationalen Punkten einen weiteren rationalen Punkt erzeugen kann. Also wir gucken uns jetzt eine elliptische Kurve an und ich sage dann, dass die Menge der rationalen Punkte auf dieser elliptischen Kurve die Menge der Zahlenpaare, rationalen Zahlenpaare xy sind, die diese Gleichung erfüllen. Man kann dann zeigen, dass diese Menge die Struktur einer Abelschen Gruppe hat. Das heißt, aus zwei rationalen Punkten kann man durch eine Operation, eine geometrische Operation, einen weiteren rationalen Punkt konstruieren. Außerdem hat jeder Punkt ein inverses Element. Gut, das kann man jetzt sehr schön geometrisch beschreiben. Also nehmen wir an, wir haben zwei rationale Punkte, P und Q. Wie addiert man die? Man nimmt die Gerade durch diese beiden Punkte. Weil die elliptische Kurve durch eine Gleichung dritten Grades gegeben ist, schneidet diese Gerade den Graphen in genau einem weiteren Punkt. Man kann zeigen, dass dieser Punkt tatsächlich rational ist. Wenn man den dann in der x-Achse reflektiert, erhält man den Punkt P plus Q. Und das inverse Element eines Punktes ist genau die Reflexion in der x-Achse. Das kann man durchaus in Beispielen nachrechnen, zum Beispiel für die elliptische Kurve y² gleich x hoch 3 plus 17. Da haben wir zwei rationale Punkte, die findet man sehr einfach durch Rumprobieren. Wenn man sich dann die Inversen anguckt, man ersetzt also einfach die y-Koordinate durch minus diese Koordinate und durch diese geometrische Konstruktion erhält man dann einen weiteren Punkt, P plus Q. Und der ist wesentlich komplizierter, also es wäre schwierig,
den einfach durch Ausprobieren zu finden. Das heißt, diese Operation aus zwei Punkten eben einen neuen Punkt zu erzeugen, die ist tatsächlich sehr tief und interessant. Ein weiteres Beispiel von einer elliptischen Kurve mit rationalem Punkt. Man kann jetzt P zu sich selber addieren. In dem Fall nimmt man die Tangente an der elliptischen Kurve und erhält dann den Punkt minus 1 und minus 4. Gut, das ist eben, wie man neue Punkte erzeugen kann. Jetzt ist allerdings die Frage, was kann man denn allgemein über die Menge der rationalen Punkte auf einer elliptischen Kurve sagen? Kann man zum Beispiel alle Punkte aus einer endlichen Menge von Punkten erzeugen? Und die Antwort ist ja, das ist der Satz von Mordell aus dem Jahr 1922, nämlich dass sich alle für jede beliebige elliptische Kurve lassen sich alle rationalen Punkte aus einer endlichen Anzahl von Punkten erzeugen, durch diese Plus-Minus-Operation, die ich gerade erklärt habe. Mathematisch gesagt heißt das, die Gruppe der rationalen Punkte ist isomorph zu dem Produkt einer endlichen Gruppe und einer Anzahl von Kopien der ganzen Zahlen. Und diese Anzahl von Kopien ist eine sehr wichtige Invariante der elliptischen Kurve und die nennen wir den Rang. Also um das ein bisschen anschaulich zu erklären. Es heißt, es gibt zwei Arten von rationalen Punkten auf einer elliptischen Kurve. Es gibt die Punkte, wenn man die zu sich selber addiert, dass man irgendwann wieder auf den ursprünglichen Punkt zurückkommt. Und es gibt die Punkte unendlicher Ordnung. Die kann man beliebig oft zu sich selber addieren und erhält immer was Neues. Das heißt, man kommt nie zu dem Punkt selber zurück. So, und der Rang ist die minimale Anzahl rationaler Punkte, die man braucht, um alle Punkte unendlicher Ordnung zu erzeugen. Und dieser Rang ist tatsächlich, ja, ist sozusagen im Herzen von der Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung. Wir können uns da mal jetzt mal ein paar Beispiele angucken. Nehmen wir an, wir haben die elliptische Kurve, die im Problem der kongruenten Zahlen auftritt. In diesem Fall kann man zeigen, dass die Punkte endlicher Ordnung, das heißt, wenn man die zu sich selber addiert, dass man wieder irgendwann zu dem Punkt zurückkommt, dass das genau die Punkte sind, die keine Dreiecke beitragen. Nämlich genau die Punkte, wo die y-Koordinate gleich 0 ist. Und das bedeutet, die Zahl n ist genau dann kongruent, wenn es einen Punkt unendlicher Ordnung gibt. Für den Fall, wenn n gleich 1 ist, kann man also den Fermatsches Resultat so interpretieren, dass die elliptische Kurve y² gleich x hoch 3 minus x Rang 0 hat. Es gibt auf dieser elliptischen Kurve keine Punkte unendlicher Ordnung. Hier sind ein paar weitere Beispiele. Man kann zeigen, die elliptische Kurve y² gleich x hoch 3 minus 26 Quadrat x hat Rang 0. Das heißt, 26 ist nicht kongruent. Für n gleich 5 und n gleich 31 haben die dazugehörigen elliptischen Kurven Rang 1. Das heißt, 5 und 31 sind kongruent. Und für n gleich 34 hat die elliptische Kurve Rang 2. Das heißt, 34 ist sozusagen extrem kongruent. Es gibt ganz viele Dreiecke mit rechtwinklige Dreiecke mit rationalen Seitenlängen und Fläche 34. Was ist sonst noch bekannt über den Rang? Vor ungefähr 10 Jahren haben Manjul Bhargava und sein Mitarbeiter Shankar gezeigt, dass mindestens 83% der elliptischen Kurven Rang 0 oder 1 haben. Und es wird erwartet, dass 100% der elliptischen Kurven Rang 0 oder 1 haben. Das heißt, dass elliptische Kurven, wo der Rang größer als 1 ist, sehr, sehr selten sind. Mathematisch würde man sagen, die Menge der elliptischen Kurven, wo der Rang größer als 1 ist, hat Dichte 0 innerhalb der Menge aller elliptischen Kurven. Aber es ist ein ungelöstes Problem, einen Algorithmus zu finden, der den Rang einer elliptischen Kurve bestimmt. Wobei die Wahrheit ist etwas komplizierter. Es gibt einen Algorithmus und dieser Algorithmus hat bisher in jedem Beispiel funktioniert, indem wir es ausprobiert haben, aber wir können nicht beweisen, dass der Algorithmus immer endet. Und das ist sehr eng verbunden mit der Vermutung von Birch and Swinnerton-Dyer. Und da werde ich nachher noch drauf zurückkommen.
Gut, also wir haben gerade gesehen, es ist sehr schwierig, die Menge der rationalen Punkte auf einer elliptischen Kurve zu bestimmen. Als Mathematiker denkt man ja, dann gucken wir uns eben ein etwas einfacheres Problem an. Zum Beispiel nehmen wir eine Gleichung für eine elliptische Kurve und nehmen wir eine Primzahl. Wir können uns dann folgende Frage stellen. Wenn wir jetzt irgendwelche beliebigen ganzen Zahlen x und y in diese Gleichung einsetzen und die Differenz zwischen den beiden Seiten betrachten, welcher Rest entsteht dann beim Teilen durch die Primzahl? Noch spezifischer, wann hat die Differenz zwischen den beiden Seiten den Rest 0 beim Teilen durch die Primzahl? Wir sagen e modulo p ist die Menge der Paare xy, wobei x und y zwischen 0 und p sind, sodass die Differenz zwischen den beiden Seiten der Gleichung durch p teilbar ist. Ich meine, es gibt hier einen Grund, warum wir uns nur die Paare zwischen 0 und p angucken, weil die Teilbarkeit dieser Differenz durch p nicht davon abhängt, wenn man zu x und y Vielfache von p dazu addiert. Das heißt, wir können immer davon ausgehen, dass x und y eben in diesem Intervall zwischen 0 und p minus 1 liegen. Gut, also das lässt sich durchaus ausrechnen, wie viele von diesen Paaren es gibt, zumindest wenn die Primzahl nicht zu groß ist. Jetzt kann man zeigen, dass es eine sogenannte Reduktionsabbildung modulo p gibt. Das heißt, dass man jedem rationalen Punkt auf der elliptischen Kurve einen Punkt auf e modulo p zuordnen kann. Und jetzt überlegen wir mal, nehmen wir mal an, dass die elliptische Kurve positiven Rang hat. Das heißt, es gibt da ganz viele rationale Punkte. Dann sollte sich das irgendwie widerspiegeln im Bild dieser Abbildung. Man würde irgendwie erwarten, dass dann proportional mehr Punkte in e modulo p zu finden sind. Anders gesagt, im Durchschnitt sollte die Anzahl der Punkte von e modulo p Informationen enthalten über den Rang der elliptischen Kurve. Im Durchschnitt, das heißt, wenn wir uns eben alle Primzahlen nacheinander angucken, dann sollte das zumindest asymptotisch eben richtig sein. Ja gut, die erste Frage, wenn man sagt, überdurchschnittlich viele, wie groß ist denn was erwartet man denn, wie viele Punkte es da gibt? Naja, man kann heuristisch ziemlich einfach zeigen, dass die Anzahl der Punkte auf e modulo p ungefähr p sein sollte. Und der Mathematiker Hasse hat gezeigt, wenn wir uns die Differenz angucken zwischen der erwarteten Anzahl der Punkte und der tatsächlichen Anzahl der Punkte auf e modulo p, dass diese Differenz nie besonders groß ist. Nämlich, dass sie begrenzt ist durch 2 mal die Quadratwurzel von p. Gut, jetzt erinnern wir uns wieder an unsere Erwartung. Wenn der Rang der elliptischen Kurve größer als 0 ist, das heißt, wenn es unendlich viele rationale Punkte auf der elliptischen Kurve gibt, dann sollte die Anzahl der Punkte auf e modulo p durchschnittlich größer sein als erwartet. Wobei der Durchschnitt dann über alle Primzahlen genommen wird. Das ist eine Vermutung, die kann man numerisch überprüfen. Wir betrachten jetzt folgende Funktion, die eben genau den Unterschied misst zwischen der erwarteten Anzahl der Punkte und der tatsächlichen Anzahl der Punkte für jede Primzahl. Vielleicht fragen Sie sich, was die 1 da macht. Das hängt zusammen mit dem Gruppengesetz. Die Experten hier werden das verstehen, wo die 1 herkommt. Aber ich meine, im Wesentlichen geht es eben darum, den Unterschied zwischen dem erwarteten Wert und dem tatsächlichen Wert zu berechnen. So, und im Jahr 1963 haben Birch und Swinnerton-Dyer dann Werte dieser Funktion für einige der elliptischen Kurven ausgerechnet, die im Problem der kongruenten Zahlen auftreten. Also bevor ich zeige, was die experimentell herausgefunden haben, möchte ich nur sagen, dass das erstaunlich ist, dass sie tatsächlich diese Experimente mit dem Computer durchgeführt haben. Es gab nämlich zu der Zeit genau einen Computer in Cambridge, im Computerlabor. Die mussten sich dann um Zeit bewerben, dass sie da mit ihren Lochkarten hinkommen konnten und dann eben ihre Experimente machen. Und weil Mathematiker eben nicht so besonders wichtig waren, wurde ihnen dann sozusagen die Nachtschicht gegeben. Und Birch hat das in seinen Erinnerungen so beschrieben,
Wir haben dann eben viele Nächte in dem Computerlabor verbracht und eine junge Dame hat uns assistiert, die Assistentin von dem Computerlabor. Und wir hatten in diesen Nächten viel Zeit, uns kennenzulernen. Geheiratet haben wir 2 Jahre später. gut, nebenbei sind auch folgende Ergebnisse dabei rausgekommen. Nämlich, das sind die Graphen der Funktion, die Sie dann eben herausgefunden haben. Die Werte der Funktion sind logarithmisch aufgetragen, damit man das eben deutlicher sieht. Gut, jetzt gucken wir uns das mal an, was man hier feststellt. Ich meine, wir haben schon gesehen, also die Steigung, die Steigung der Funktion scheint irgendwie vom Rang abzuhängen. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass für d gleich 1 der Rang der elliptischen Kurve gleich 0 ist und die Funktion hat Steigung 0. Wir haben ebenfalls gesehen, dass d gleich 5 kongruent ist und dass der Rang gleich 1 ist und dass für d gleich 34 der Rang gleich 2 ist. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man, dass die Steigungen hier jeweils 1 und 2 sind. Das ist kein Zufall. Das ist die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer. Die haben also in der ersten Version als Ergebnis ihrer numerischen Experimente folgende Vermutung formuliert. Nämlich, dass diese Funktion, die wir eben gesehen haben, dass die in etwa gleich c mal im Logarithmus von x hoch dem Rang der elliptischen Kurve ist. Ich möchte dazu sagen, dass das eine extrem erstaunliche Vermutung ist. Ich meine, der Rang der elliptischen Kurve beschreibt die arithmetische Struktur der elliptischen Kurve über den rationalen Zahlen. Sie sagt etwas aus, wie viele rationale Punkte es auf der elliptischen Kurve gibt. Andererseits, die linke Seite dieser Gleichung hängt nur von lokaler Information von der elliptischen Kurve ab, nämlich nur von der Reduktion der elliptischen Kurve modulo einer Primzahl oder modulo den verschiedenen Primzahlen. Und es ist an sich völlig überraschend, dass diese lokale Information, lokal heißt nur von den einzelnen Primzahlen abhängig, etwas über die globale Struktur der elliptischen Kurve wissen sollte. Also das war wirklich eine revolutionäre Vermutung und die hat wirklich ein neues Forschungsgebiet geschaffen, über das ich noch mehr sagen möchte. Also heutzutage wird diese Vermutung etwas anders formuliert, nämlich über L-Funktionen. Wir sagen, dass AP ist die Differenz zwischen P und der Menge der Punkte auf E modulo P. Und wir schreiben jetzt eine Funktion hin in einer komplexen Variablen oder wenn Sie mit den komplexen Zahlen nicht so glücklich sind, in einer reellen Variablen S, die nur von P und eben diesem Wert AP abhängt. Wenn man diese Funktion bei s gleich 1 auswertet, dann erhält man genau diesen Bruch, der auch in dieser Funktion, die Birch und Swinnerton-Dyer studiert haben, aufgetaucht ist. Gut, wir wollen jetzt die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung über diese Funktionen ausdrücken. Da spielen natürlich alle Primzahlen eine Rolle und man definiert die L-Funktion einer elliptischen Kurve als das Produkt dieser lokalen Faktoren über alle Primzahlen. Ich meine, wenn Sie sich ein bisschen mit der Riemannschen Zeta-Funktion auskennen, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass sie sehr ähnlich ist. Es gibt nämlich auch da eine Produktformel über alle Primzahlen. Und die einzelnen Faktoren sind jeweils Inverse von einem Polynom in p hoch minus s. Genau wie in der Definition der L-Funktion einer elliptischen Kurve. Und das ist auch durchaus kein Zufall. Aber das würde jetzt etwas zu weit führen, das genauer zu erklären. Gut, jetzt ist die Frage, ich meine, wir haben eine Funktion, die ist gegeben als ein unendliches Produkt. Konvergiert die Funktion denn überhaupt irgendwo? Die Antwort ist ja. Wenn der reelle Teil von s größer als 3/2 ist, dann kann man zeigen, dass die Funktion konvergiert. Gut, jetzt gucken wir uns das mal an in ein paar Beispielen. Ich meine schon, wenn man diese einzelnen Faktoren sieht und eben an dem Punkt s gleich 1 auswertet, dann erhält man eben diesen Bruch. Das heißt, man könnte erwarten, dass diese Funktion, ich hatte vergessen zu sagen, dass diese Funktion analytische Fortsetzung hat auf die gesamte komplexe Ebene. Das bedeutet, man kann sie eindeutig
eben Werte zuordnen auf der gesamten komplexen Ebene. Und man könnte jetzt erwarten, dass an dem Punkt S gleich 1 irgendwie was Interessantes passiert. Und dass man über diesen Wert an dem Punkt S gleich 1 die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung dann eben ausdrücken kann. Schauen wir uns das mal an. Wir nehmen also wieder 3 von den elliptischen Kurven, wo wir den Rang schon gesehen haben, nämlich 0, 1 und 2. Das sind die Graphen der L-Funktion vor der analytischen Fortsetzung. Das sind die Graphen nach der analytischen Fortsetzung. Und man sieht, dass hier wirklich was Interessantes passiert an diesem Punkt S gleich 1. Nämlich für die beiden elliptischen Kurven, die unendlich viele rationale Punkte haben, verschwindet die Funktion an diesem Punkt S gleich 1. Wobei für die elliptische Kurve, die nur endlich viele rationale Punkte hat, die Funktion nicht gleich 0 ist. Und man kann zeigen, dass die Ordnung der Nullstelle jeweils 1 und 2 ist. Das heißt, wir haben 3 elliptische Kurven mit Rängen 0, 1 und 2. Und wir haben die L-Funktionen und die Ordnung der Nullstelle an dem Punkt S gleich 1 ist jeweils 0, 1 und 2. Und das ist die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung, wie wir sie heute kennen. Der erste Teil sagt genau das, was wir gerade experimentell gesehen haben, nämlich dass die Ordnung der Nullstelle an diesem Punkt S gleich 1 den Rang der elliptischen Kurve bestimmt. Und es gibt eine verfeinerte Form, nämlich man kann die L-Funktion dann in eine Taylor-Reihe entwickeln um diesen Punkt S gleich 1. Und dann gibt es eine explizite Formel für die Konstante des ersten Summanden. Und diese Konstante enthält unter anderem die Ordnung einer sehr geheimnisvollen Gruppe, nämlich der sogenannten Tate-Schafarewitsch-Gruppe der elliptischen Kurve. Und es ist Teil der Vermutung, aber nicht bekannt, dass diese Gruppe endlich ist. Und wenn diese Gruppe endlich ist, dann endet der Algorithmus, um den Rang der elliptischen Kurve zu bestimmen. Das heißt, wenn man die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung beweisen könnte, was man nicht kann, oder jedenfalls noch nicht, dann hätte man einen Algorithmus, um eben den Rang einer elliptischen Kurve zu bestimmen. Also ich finde diese Vermutung, ich habe diese Vermutung zuerst gesehen, als ich einen Kurs bei John Coates über elliptische Kurven gehört habe. Und ich finde die wunderschön, weil sie einfach zwei völlig verschiedene Objekte miteinander in Beziehung bringt. Auf der einen Seite haben wir die elliptische Kurve, die gegeben ist durch eine Polynomgleichung. Und auf der anderen Seite haben wir eine komplexanalytische Funktion. Und was diese Vermutung sagt, ist, dass der Wert an dem Punkt S gleich 1 eine arithmetische Bedeutung hat. Nämlich, dass man von diesem Wert Eigenschaften der elliptischen Kurve ableiten kann. Und das ist das Tolle an der Mathematik, dass sie eben manchmal wirklich völlig verschiedene Objekte miteinander in Beziehung stellt. Und heutzutage, also ich habe dir ja schon gesagt, also dass die BSD-Vermutung eben ein wirklich neues Forschungsgebiet eröffnet hat. Und da möchte ich noch ein bisschen was zu sagen. Also die Vermutung, die ist noch offen. Es sind einige Resultate bekannt, aber es haben mich schon einige gefragt, ob ich denn optimistisch bin, dass die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung bald bewiesen wird. Naja, ich weiß es nicht. Also Swinnerton-Dyer selber war auch nicht optimistisch. David Loeffler hatte ihn als Student mal gefragt, ob er erwartete, dass die Vermutung noch in seiner Lebenszeit bewiesen würde. Also er ist vor, glaube ich, 4 Jahren gestorben. Und da hat Swinnerton-Dyer gesagt, nicht in deiner Lebenszeit, junger Mann. Also er war da durchaus nicht so besonders optimistisch. Aber einiges ist bekannt. Also die ersten wirklich bahnbrechenden Resultate gehen zurück auf John Coates und Andrew Wiles. Die haben gezeigt, also dass für eine bestimmte Klasse von elliptischen Kurven, nämlich sogenannten elliptischen Kurven mit komplexer Multiplikation, wenn der Wert der L-Funktion an dem Punkt S gleich 1 nicht 0 ist, dann hat die elliptische Kurve nur endlich viele rationale Punkte. Also elliptische Kurven mit komplexer Multiplikation sind elliptische Kurven mit besonders viel Symmetrien. Also ein Beispiel sind die elliptischen Kurven, die in dem Problem der kongruenten Zahlen auftreten.
Das war das erste große Resultat. Es dauerte dann auch 14 Jahre, bis der nächste große Durchbruch kam, nämlich von dem russischen Mathematiker Viktor Kolivagin. Der hat folgenden Satz gezeigt: Es sei E eine modulare elliptische Kurve. Zu dem Wort modular werde ich gleich noch was sagen. Wenn die Ordnung der Nullstelle der L-Funktion 0 oder 1 ist, dann ist sie gleich dem Rang der elliptischen Kurve. Und es gibt fast eine Umkehrung dieses Resultats von Skinner, Urban und Zhang aus dem Jahr 2013. Nämlich die haben das analoge Resultat gezeigt, wenn der Rang der elliptischen Kurve 0 oder 1 ist. Allerdings ist nichts bekannt über die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung, wenn der Rang der elliptischen Kurve größer als 1 ist. Das ist ein Problem, für das die Methoden einfach noch nicht entwickelt sind. Also ich habe keine Ahnung, wie man an diesen Fall herangehen kann, wenn der Rang größer gleich 1 ist. Es gibt da ein paar neuere Arbeiten von jungen Mathematikern in den USA, die habe ich mir allerdings noch nicht genauer angeguckt, aber die haben ein paar interessante Ideen. Ich meine, vielleicht war Swinnerton Dyer ja doch zu pessimistisch. Schön wär's. Ja gut, auf jeden Fall. Ich wollte was zu der Frage der modularen elliptischen Kurven sagen. Also es gab eine große Vermutung, die Taniyama-Shimura-Vermutung, die elliptische Kurven auf der einen Seite mit sogenannten Modulformen in Verbindung bringt. Was ist eine Modulform? Also eine Modulform ist etwas völlig anderes als eine elliptische Kurve. Es ist eine analytische Funktion auf der komplexen oberen Halbebene mit sehr, sehr vielen Symmetrien. Und diese Symmetrien werden durch diese Musterung der komplexen oberen Halbebene gezeigt. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Dann denken Sie vielleicht an die Eidechsen von Escher. Der hat die komplexe obere Halbebene sehr ähnlich gemustert. Ja gut, auf jeden Fall. Kolivagin, wenn man jetzt eben annimmt, dass eine elliptische Kurve modular ist, das heißt, dass man ihr eine Modulform zuordnen kann, dann war Kolivagins Idee, dass man diese Eigenschaften der Modulformen dazu benutzen kann, um die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung in diesen Fällen zu beweisen. Genauer gesagt benutzt er die Geometrie von Modulformen, um ein sogenanntes Euler-System zu konstruieren. Das ist ein hochkompliziertes geometrisches Objekt, das man sich als geometrisches Analogon der L-Funktion einer elliptischen Kurve vorstellen kann. Also ich möchte dazu jetzt nicht mehr sagen, aber das ist der Schlüssel zu dem Beweis von seinem Satz. Und heutzutage weiß man, dass alle elliptischen Kurven modular sind. Das geht zurück auf die Arbeiten von Wiles und Taylor und anderen, die die Taniyama-Shimura-Vermutung bewiesen haben. Gut, also wir wissen jetzt, dass die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung hält, wenn der Rang der elliptischen Kurve 0 oder 1 ist. Oder zumindest, dass der Teil der Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung gilt, der erste Teil, der eben sagt, die Ordnung der Nullstelle ist gleich dem Rang der elliptischen Kurve. Wenn man das jetzt zusammen sieht mit dem Resultat von Bhargava und Shankar, nämlich dass 83% der elliptischen Kurven Rang 0 oder 1 haben, dann heißt das, der erste Teil der Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung gilt für 83% der elliptischen Kurven. Das heißt aber nicht, dass hier irgendjemand 83% des Preisgeldes bekommen hat. So funktioniert das nicht. Da fehlt, auch wenn die elliptischen Kurven mit größerem Rang sehr selten sind, spielen sie trotzdem eine wichtige Rolle. Gut, also so viel ist bekannt für die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung selber. Aber ich hatte ja gesagt, dass das nur der erste Teil von einem großen Netzwerk von Vermutungen ist, an dem viele Forscher in der ganzen Welt arbeiten. Also es gibt viele Verallgemeinerungen. Einige Beispiele sind die Bloch-Kato-Vermutung, Baylinson-Vermutung, die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung für elliptische Kurven nicht über den rationalen Zahlen, sondern über sogenannten Zahlkörpern und so weiter. Es ist wirklich, also die Vermutung hat wirklich die algebraische Zahlentheorie revolutioniert. Und ein Beispiel, zu dem ich ein bisschen was sagen möchte, ist die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung für elliptischen Kurven über imaginär quadratischen Zahlkörpern.
Was ist ein imaginär quadratischer Zahlkörper? Das sind Zahlen der Form r plus s mal die Quadratwurzel von minus m, wobei m irgendeine positive ganze Zahl ist. Man kann sich jetzt elliptische Kurven angucken, wo die Koeffizienten der Gleichung dann eben Elemente von dieser Form sind. So, und man kann dann eben auch wieder eine Birch-Spinner-Dyer-Vermutung formulieren. Und es ist bekannt, dass für solche Zahlkörper die elliptischen Kurven modular sind. Das heißt, man kann denen wieder, jetzt keine Modulform, sondern was wir automorphe Formen nennen, kann man ihnen zuordnen. Das heißt, man hat wieder eine Möglichkeit, diese elliptischen Kurven eben über die Theorie der automorphen Formen zu studieren. Das sind sehr neue Resultate von Allen, Carey und Thorne. Und dann, das wurde verallgemeinert von Karajani und Newton. So, und ich meine, diese Frage, die Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung für elliptische Kurven über imaginär-quadratischen Zahlkörpern, das ist auch die Frage, mit der David Loeffler und ich uns beschäftigt haben. Also vor fast 10 Jahren haben wir ein Forschungsprogramm entwickelt, das auf den Ideen von Kolliwagen aufbaut. Das heißt, es geht da auch darum, eben ein Euler-System zu konstruieren und das dann zu benutzen, um Fälle von der BSD-Vermutung für solche elliptischen Kurven zu beweisen. Und der erste Teil dieses Forschungsprogramms lief auch relativ problemlos. Im Jahr 2016 haben wir die Entwicklung eines neuen Euler-Systems vorgestellt. Es war eine komplizierte Arbeit, aber ich meine, der Teil des Forschungsprogramms, der ging ohne größere Probleme. Ein Euler-System ist deswegen wichtig, weil man zeigen kann, das geht auf eine Idee von Rubin und Kato zurück, dass wenn man ein Euler-System hat und man weiß, dass das Euler-System nicht trivial ist, dann kann man daraus neue Fälle der Birch-Spinnerton-Dyer-Vermutung ableiten. Das ist jetzt etwas grob gesprochen, aber ich meine, das ist jedenfalls die Idee. Ja gut, wir hatten jetzt dieses neue Euler-System. Frage, ist dieses Euler-System nicht trivial? Diese Frage war schwierig. Wir haben jahrelang über dieses Problem nachgedacht und wir sind nicht weitergekommen. Das war sicher eine der frustrierendsten Zeiten in meiner ganzen Karriere. Ich meine, wir wussten, wir hatten das Euler-System, wir waren uns sicher, es war das richtige Objekt und wir wussten, wir mussten nur zeigen, dass es nicht trivial war und dann konnten wir neue Fälle der Birch-Spinnerton-Dyer-Vermutung beweisen. Aber es war einfach nichts zu machen. Wir sind immer an dem gleichen Punkt stecken geblieben. Also das war keine einfache Zeit. Ja, also wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann erinnert mich das an eine Szene aus dem wunderbaren Buch Drei Mann in einem Boot von Jerome K. Jerome. In dieser Szene geht es darum, dass die drei Mann versuchen, eine Dose Ananas zu öffnen, obwohl sie keinen Dosenöffner haben. Und das Zitat ist wie folgt: Wir schlugen sie flach, wir schlugen sie wieder zu einem Würfel, wir schlugen sie in jede denkbare geometrische Form, aber wir konnten einfach kein Loch hineinbekommen. Ja, ich kenne das Gefühl. Das Zitat geht dann folgendermaßen weiter: Quer über das obere Ende der Dose lief ein Einschnitt, der sich wie ein höhnisches Grinsen ausnahm und uns derart in Wut versetzte, dass wir sie unter Verwünschungen bis in die Mitte des Flusses warfen. Naja, bis zu dem Punkt sind wir nicht gekommen, obwohl wir nicht ganz so weit davon weg waren. Also das höhnische Grinsen, das habe ich jedenfalls öfter gesehen, ja. Naja, also auf jeden Fall, das war die Situation im November 2017. Dann sind David und ich zu einer Konferenz nach Princeton geflogen. Und das war einer der unglaublichsten Momente in unseren mathematischen Karrieren. Da hat nämlich der französische Mathematiker Vincent Piloni einen Vortrag gehalten über eine neue Theorie, die er entwickelt hatte, die sogenannte höhere Hieder-Theorie. Und es war uns klar, innerhalb weniger Minuten, wobei David, der ist etwas schneller als ich für ihn, innerhalb weniger Sekunden, war klar, dass das fehlende Puzzlestück war, das wir für unser Forschungsprogramm brauchten. Also es war unglaublich, natürlich direkt nach dem Vortrag haben wir uns dann Piloni geschnappt und gesagt, wir müssen mit dir reden.
Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich zeigen konnten vor 2 Jahren, dass das Euler-System nicht trivial war. Und ich meine, eine der Zutaten dafür ist die höhere Hieder-Theorie, aber auch viele andere Werkzeuge aus der neueren Forschung, unter anderem Iwasawa-Theorie, rigide Geometrie, Piade-Schorsch-Theorie, Etale-Kohomologie, Theorie der automorphen Formen und so weiter. Ich meine, wir benutzen wirklich vieles, nicht nur aus der Zahlentheorie, sondern auch aus der Geometrie. Gut, und dann, jetzt, wo wir halt wussten, dass das Euler-System nicht trivial war, konnten wir dann letztes Jahr folgenden Satz beweisen, nach 7 Jahren. Es sei E eine elliptische Kurve über einem imaginär-quadratischen Zahlkörper. Unter einigen technischen Annahmen gilt, wenn die L-Funktion nicht verschwindet an dem Punkt S gleich 1, das heißt, wenn die Ordnung der Nullstelle gleich 0 ist, dann ist die Gruppe der k-rationalen Punkte auf der elliptischen Kurve endlich. Und es war ein sehr schönes Gefühl, nach 7 Jahren dann endlich diesen Satz hinschreiben zu können, auf den wir so lange hingearbeitet hatten. Ich meine, an dem Abend, als wir diese Arbeit ins Netz gestellt haben, haben wir zwar keinen Ochsen geopfert, aber eine Flasche Champagner. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Anspruchsvoll auch. Sicherlich gibt es Fragen im Saal, Hörsaal. Ich meine, Sie können auch die Fragen gerne bei dem Empfang stellen. Genau, wenn Sie jetzt... kein Problem. Jetzt hast du schon was verraten, was wir genau. Noch als Geheimnis haben. Genau. wenn es Fragen gibt, bitte. Genau, bitte. Ich wiederhole sie dann. Es taucht an einer Stelle die Prozentzahl 83%. Ja. Also ich wiederhole die Frage. Genau, ich wiederhole kurz die Frage damit. Also die Frage war, warum 83%, also warum da so eine Wahrscheinlichkeit vorkommt in so einem Zusammenhang der Zahlentheorie. Ja, ich hätte die Zahlen nicht nennen sollen. Ich weiß es nämlich nicht, wie die 83 da hinkommen. Ich meine, der Punkt ist, ich meine, die Bhargava und Shankar, die können nicht zeigen für eine bestimmte elliptische Kurve, ob sie Rang 0 oder 1 hat. Es ist halt wirklich eben ein Resultat einfach nur der Prozente. Das heißt, das ist nicht die Art von Resultat, die meinem Herzen am nächsten liegt. Ich meine, ich habe gern konkrete Resultate für eine bestimmte elliptische Kurve. Also ich muss gestehen, dass ich mir den Beweis nicht angeguckt habe, aber es werden natürlich Methoden aus der Wahrscheinlichkeitstheorie da eben auch eingesetzt in diesem Bereich der Zahlentheorie. Man guckt sich dann die Menge eben aller elliptischen Kurven an und definiert dann auf dieser Menge eine, wie sagt man das, Wahrscheinlichkeitsverteilung und dann ja, haben die eben das asymptotisch dann eben ausgerechnet. Aber den genauen Beweis, den kenne ich leider nicht, das tut mir leid. Also die Nachfrage ist, es geht darum, nicht konkret, wie der Beweis geht, sondern warum überhaupt. Interessant ist. Ich meine, man hat jetzt lange Listen, also John Cremona in Warwick, der hat lange Listen erstellt mit elliptischen Kurven und dann eben ausgerechnet, wie der Rang dieser elliptischen Kurven eben ist. Und man hat dann festgestellt, dass das Rang 0 und 1 eben relativ oft auftreten, aber eben Rang 2 oder größer relativ selten auftreten. Und es ist dann eine sehr natürliche Frage zu stellen, welcher Prozentsatz der elliptischen Kurven hat denn Rang 0 oder Rang 1? Und ist das tatsächlich nur unser Eindruck, dass Rang größer als 1 eben wirklich sehr selten ist? Oder ist das ein falscher Eindruck, der eben nur, wenn man sich die ersten 10 oder 20.000 elliptischen Kurven anguckt, der sich dann eben nicht bestätigt? Also von daher, ich nehme an, das war die Motivation, diese Frage dann eben zu beantworten. Ja, Sie haben eine Frage? Ah,
Ja, ich wiederhole die Frage zuerst genau. Also die Frage war, welches ist der größte Rang? Der größte Rang bisher ist größer als 26. Da wurde, ich glaube, es war Lenstra, der hat ein Beispiel gezeigt von einer elliptischen Kurve, wo es mindestens 26 voneinander unabhängige Punkte unendlicher Ordnung gibt. Und ich glaube, es wird inzwischen erwartet, dass es elliptische Kurven mit beliebig hohem Rang gibt. Aber das war eine Vermutung, wo lange Zeit nicht klar war, also ob das eben generell beschränkt sein sollte oder eben nicht. Gut, gibt es im Saal noch weitere Fragen? Ja, Mario? Also die Frage geht um die Laufzeit des Algorithmus, der erwähnt wurde, wo man nicht weiß, ob er endet. Wie schnell ist denn die Laufzeit oder was ist vielleicht eine Vermutung über die Laufzeit? Oh Gott. Das könnte jetzt mein Mann beantworten. Ich meine, der ist für die Diagramme da verantwortlich. ich bin jetzt nicht jemand, der den Computer zu irgendwas benutzt, außer E-Mail zu lesen und meine Manuskripte zu schreiben. Also ich habe das selber noch nicht probiert, also wie effizient dieser Algorithmus ist. Peter, weißt du das? Ich meine, die numerische numerische Experimente sind extrem wichtig. Ich meine, in der Zahlentheorie. Ich meine, das hat man ja auch in meinem Vortrag gesehen. Aber also mein Doktorvater John Coates war vor allem der Meinung, dass man sich immer mit den expliziten Beispielen beschäftigen sollte. Ich habe dem ziemlich viel Widerstand entgegengesetzt. Also ich arbeite lieber theoretisch. Und so ist das auch in der Teilung mit der Arbeit mit David Loeffler. Das heißt, ich werde ihn heute Abend fragen und ich schicke dann eine E-Mail mit der Antwort. Gut, ja, da ist noch eine Frage. Also die Frage ist ja zum Zusammenhang zwischen elliptischen Kurven und Modularformen oder Modulformen. Ja, also Modulformen sind eben bestimmte Funktionen und man kann sie sich vorstellen als Funktionen auf der komplexen oberen Halbebene. Mit vielen Symmetrien und so einer Modulform kann man ebenfalls eine L-Funktion zuordnen. Und die 1-zu-1-Korrespondenz zwischen elliptischen Kurven und Modulformen vom Gewicht 2 geht tatsächlich darüber, dass sie dann die gleiche L-Funktion haben. Und das ist nur der erste, also das ist die Taniyama-Shimura-Vermutung und das ist nur der erste Spezialfall eines riesigen Forschungsprogramms, des sogenannten Langlands-Programms, dieses Langlands-Programm stellt allgemein Beziehungen her zwischen algebraischen Objekten auf der einen Seite und eben Verallgemeinerungen von Modulformen, sogenannten automorphen Formen, auf der anderen Seite. Und diese Beziehung geht immer über die L-Funktion. Okay, ja, da ist noch eine Frage. Die Frage ist, was war der Anstoß für Frau Zerbes zur Mathematik zu kommen? Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe Mathematik in der Schule verabscheut. Das war neben Englisch mein schlechtestes Fach, bis ich dann einen ganz hervorragenden Lehrer hatte für ein halbes Jahr. Da habe ich zum ersten Mal in der Mathematik was verstanden. Nach einem halben Jahr war der Lehrer dann leider wieder weg. Ich meine, das habe ich sehr bedauert, aber zu der Zeit war ich dann unabhängig. Ich meine, da habe ich mir dann selber Bücher aus der Bibliothek geholt und gelesen und ja, und meinen Lehrern das Leben schwer gemacht, zugegeben. Ich meine, es gibt eine nette Geschichte. Ich meine, also dieser Lehrer, also ich finde, er ist tatsächlich schuld, dass ich Mathematikerin geworden bin im Endeffekt. Und als ich am University College London dann Professorin geworden bin, habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe ihn eingeladen zu meiner Antrittsvorlesung und habe gesagt, dass er eigentlich kommen sollte, weil ich ohne ihn ja nie Mathematikerin geworden wäre. Und er ist dann auch tatsächlich gekommen. Und das fand ich extrem nett, aber ich erinnere mich sehr gerne an den hervorragenden Unterricht. Also in meinen Augen macht der Mathematikunterricht wirklich einen riesigen Unterschied. Und ich finde es schade, dass im Unterricht eigentlich nie was von den offenen Problemen in der Mathematik gesprochen wird. Ich meine, so schwierig ist das ja nicht. Ich meine, auch über Primzahlen, man kann da einige ungelöste Probleme sehr einfach erklären. Ich meine zum Beispiel die Vermutung über die Zwillingsprimzahlen und so.
Ja, dass die Schüler einfach ein bisschen das Gefühl kriegen, dass die Mathematik eben ein lebendiges Gebiet ist, dass da vieles nicht bekannt ist. Ich meine, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Mathematikerin bin, ja, dann sagen sie zuerst, ja, sie wären in Mathematik immer schlecht gewesen. Okay. Und dann sagen sie, ja, aber gibt es denn da überhaupt noch was zu erforschen? Ja. Und das kann man auch Schülern gut erklären. Und ich glaube, das würde auch dabei helfen, eben Schüler wirklich für das Fach zu begeistern. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann frage ich, Matthias, gibt es noch Fragen im Chat? Aber lassen Sie mich zum Ende dieser Veranstaltung noch drei Sachen ankündigen. Das erste ist, die Millenniumsvorträge gehen weiter. In der letzten Juniwoche ist ein Vortrag in Bonn über die Riemannsche Vermutung und mehr erfahren Sie dann auf der Webseite dort. Dann haben wir, mehr durch Zufall, in der nächsten Woche einen Vortrag im sogenannten Schlauraum in der Stubbengasse am 23. Juni um 17 Uhr von einem Kollegen, Christian Seiß, über ein anderes Millenniumsproblem, die Navier-Stokes-Vermutung. Und zum Schluss möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken für den tollen Vortrag. Wir haben für Sie alle noch einen kleinen Empfang direkt vorm Schloss vorbereitet. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, Sarah noch weitere Fragen zu stellen. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für Ihr Kommen und ich hoffe, wir sehen Sie bei einem der nächsten Brückenvorträge wieder. Danke. Die sieben größten Abenteuer der Mathematik.